Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Two Farm in der Size-Story-Geschichte von Stefan Schmidt. In der letzten Folge hatten wir hier zwei kleine Unfälle und wir sind bei einem noch zugange. Sepp, müssen wir noch was machen oder können wir quasi hier abrücken? Das ist ja jetzt eigentlich nur noch Sache vom Abschleppunternehmen. Ich will ja, hier genau. Raus! Ja, ich bleib dabei da. Könntest du die Person in die Zellen bringen dabei? Ja, können wir machen. Kein Problem. Danke. Die Handschellen hat er aber an, ne? Okay. Wie bitte? Die Handschellen hat er noch an. Ja, die bleiben auch dran. Auch ja. Zelle dran. Alles klar. Dann bis später. Okay. Ja, bis später. Ich merke mir Ihr Gesicht. Ja, ich bin ja gleich wieder bei Ihnen. Gesicht. Ja, ich bin ja gleich wieder bei Ihnen. Alles gut. Deine eine Folge, wenn wir noch einsteigen, dann können wir heimfahren. Achso, soll ich nicht da bleiben? Okay, ich steige. Piep, 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 piep. Wow. Mein Auto. Mein Auto. Herr Pech. Hallo. Herr Pech. Ja. Ich habe ausdrehen gepittet. Ich sehe es gerade. Das kriegen Sie zurück. Fahren wir mal langsam zurück. Und Fritz, wie war dein erster Feuerwehreinsatz? Naja, du hast mich hier in was reingezwungen. Ja, komm, es hat doch Spaß gemacht, oder nicht? Ja, aber diese nervende Person hier, die ihre Klappe nicht halten kann. Ja. Weil die ist rückwärts fahren, ne? Ja, ich frag mich gerade, warum fährst du rückwärts? Weil da vorne der Abschlepper stand. Ja, warum drehst du nicht? Ich dreh nicht mit einem neuen Auto mitten auf dem Feld. Ah ja. Ohne Einweiser. Ja, normalerweise hätte einer gucken gehen, bist aber statt eine Unfallkamera. Ja, dass die überhaupt durch die Brille gucken können. Boah, jetzt halt die Klappe. Halt doch mal jetzt die Klappe, ich sitze doch extra schon dagegen über. Warum soll ich die Klappe halten? Weil jetzt Sendepause ist. Hä? Gleich gibt's einen 3-Quadratmeter Raum im Polizeirevier. Sag mal, das geht gar nicht. Auf jeden Fall. Bringst du den gleich dahin, Fritz? Na sicher, aber mit Vergnügen. Mach dich pack nur ein, dann kannst du den schnappen. Dann. Wir wissen doch gar nicht, wer ich bin. Das ist uns doch scheißegal. Wissen wir, so eine amtsanmaßende Person. Überhaupt nicht. Na sicher. Nee. Ich hab nur was von Polizei gehört. Gibt's hier nicht. Also bring den weg, Fritz. Ich kann nicht. Einmal aussteigen, bitte. Aussteigen. So, mitkommen. Bin hier raus. Ja, du gehst irgendwo hin. So, jetzt hier rum. Hier rein. Ja, genau da rein. Perfekt. So, jetzt hier links rum. Ja, perfekt. Das kriegen Sie zurück. Ja, das werde ich dem Polizisten weitergeben, ne? Schönen Tag. Ja. Bleiben Sie ruhig, bitte, ja? So, das ist unsere Arbeit getan. Ich jetzt schon den Maßnahmenvollzug, oder wie? Ja, muss ich. Dürfen wir vom Chef, vom Polizisten aus. Achso, okay. So, umziehen, dann ist ein und Ende, dann können alle wieder nach Hause fahren. Okay. Und wegen der Abschleppaufträgen und so, sollen wir das irgendwie noch überprüfen, oder? Nee, das macht ja die Polizei, die ist ja noch da. Okay, ja, war immer nicht ganz so sicher, ob das klappt, aber ja, passt. Alles gut. Hast du aber gut gemacht, als fürs erste Mal als Einsatzleiter. Ja, hast mich da echt ins kalte Wasser geschmissen. Also. Ja, das war ja Sinn der Sache. Achso, okay. Ja, das hat funktioniert. Ja. Ach, mein Hut, den habe ich schon. Meine Sonnenbrille liegt noch da drin. Was seid ihr denn? In der an den Spinnen? Ich habe mich super schnell umgezogen, ey. Naja. Aber meine Hut ist jetzt meine Sonnenbrille da. So, ich guck nochmal, ob der sich hier ruhig verhält. Ja, gehen nochmal gucken. Aber wer scheint war so. Das bitte? Was sagst du, Sepp? Wer war das? Ach, keine Ahnung, was das für ein Typ war. Wollen Sie mich hier ausspannen oder was? Ach nee. Manche Leute. Das war der Typ im Elektrotraktor, oder? Ja. Okay. Naja. Irgend so eine Ökopolizei oder so, keine Ahnung. Ökopolizei. Ja!
Selbst soll ich dich nach Hause fahren? Kannst du mit meinem Audi mitkommen? Ja, also grundsätzlich musst du nicht, aber Audi fahren würde ich gern, ja. Du darfst doch selber fahren, wenn du willst. Nee, nee, nee. Also alles gut, alles gut. Du darfst auch Kommandowagen fahren, wenn du willst. Ach, will aber fahren? Keiner. Merkst du selber, ne? Drängel doch nicht. Aber das ist ja der Vorteil bei mir, da im Eichenhof. Ich bin ja wirklich gerade nebenan. Ich muss eh noch mal kurz zu dir. Okay. Weil, hier vorne wartet was auf mich. Ach so, ja, ich hab's nicht gemerkt. Fritz, ich fahr schon mal nach Hause, ne? Jo. Oh ja. Willst du auch eins? Nach so einem Einsatz. Ja, so ein kleines. Das geht schon. Bitteschön. Oh, Dankeschön. Ja, dann. Fritz, du hast den Funk noch an. Okay. Warte, machen wir aus. Nee, 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 nee. Naja, sind wir wieder am Hof. Dann schauen wir gleich noch, was auf uns zukommt. Der Fritz ist jetzt noch beim Sepp. Da habe ich ja nichts mit zu tun. Und ja, schauen wir mal, ob hier auch noch alles okay ist. Wenn dieser Name auf dem Display steht, kann das eigentlich nur Arbeit bedeuten. Ja, und Geld in der Tasche. Ihr habt eh noch offene Rechnungen. Ja, habe ich gerade gesehen, die überweise ich dir sofort. Ja. Ich habe ja bis jetzt immer fleißig bezahlt. Ja. Ich habe gerade gesehen, das Feld 2 müssten wir auch noch Unkraut spritzen. Wow, wir haben gerade eben den Traktor mit Unkraut, mit den Pflegebereifen wieder. Ja, ich dachte, ihr hättet das auch. Ich wusste gar nicht, dass ihr überhaupt die anderen Felder noch im Plan hattet. Also Feld 2 haben wir aber nicht. Nee, das war auch nicht auf dem Plan. Das hat man nachträglich erst geändert. Das hattest du mir noch angesät. Ich hatte das Einzige, was ich hier noch mit Feld 2 stehen habe, ist Drillen. Also für die Gäste. Genau, das hat man letztens gemacht. Dann trage ich das direkt ein. Ja, weil da ist nämlich, ich habe gerade gesehen, da ist auch schon Unkraut am Wachsen. Das hatte ich aber beim Unkrautauftrag nicht mit angegeben. Ja. Spritzen, sagtest du, ne? Ja, genau. Ist da denn schon viel drauf? Meinst du, man könnte da noch mit normalen Reifen drüber fahren oder muss ich umbauen? Ich gehe mal gucken, wie der aussieht. Ja. Ist ja direkt bei dir, ne? Ja, ja, deswegen. Direkt nebenan. Weil wenn du sagst, da ist, kann man so drauf, ohne Pflegebereifen, dann fahrst du direkt los, ansonsten dauert es leider ein paar Minuten. Unkrautmittel, ja, ne, dann ist die Pflanze schon noch wachsen hier. Ja, ich baue um. Ja, scheiße. Ja, muss ich aber leider wohl in Rechnung stellen, ne? Ja, das nützt ja nichts, ist halt so. Ja. Ich hatte nicht dran gedacht, dir da Bescheid zu sagen, dass wir direkt auch noch die Spritze hinterher fahren. Ja, ne, ist ja kein Problem. Baue ich um eben und dann komme ich runter. Ah ja, cool. Wunderbar. Alles klar, dann bis gleich, mein Lieber. Jawohl, ich danke dir. Gerne. Ciao, ciao. Ciao. Dann bauen wir eben nochmal um. Machen wir ja so gerne, ne? Nein. Ja. Chef? Jo. Ich bin auf dem Weg. Ja, und ich muss direkt wieder los. Warum? Wir haben noch einen Auftrag reingekriegt gerade. Oh, schön. Unkraut spritzen. Ach, cool. Beim Hermann nochmal. Ach, Feld 2 sehe ich gerade im Tablet. Ja, der hat vergessen, uns Bescheid zu sagen. Ah, dann fahre ich da auch mal eben hin. Ja, ich hab ihm nur gesagt, wir müssen ihm leider das Umbauen nochmal in Rechnung stellen, weil wir ja schon umgebaut hatten. Alles gut. Dann sagte er, das ist kein Problem. Merkst du dir nur den Stand? Wenn der Kunde im Funk bleibt, sag ich dir gleich, wie viel drin ist. Ja, mach das mal bitte. Ich fahre jetzt gerade an die hintere Spritze dran. Warte. 1189 Liter ist drin. Gut. Kommen wir jetzt auch runter. Alles klar.
1189, ne? Ja. Jo. Ich hoffe, das reicht. Ach, sicher. Ah, wobei es ein großes Feld. Ja. Hoppala. Bin so früh abgebogen. Einfach knapp mit dem Unkraut hier drin. Da hinten bist du, ja, ich sehe schon. Könnte sehr eng werden. Na? Na? Wolltest du mitfahren? Na sicher. Du kannst auch gerne komplett fahren, wenn du möchtest. Nee, nee, alles gut. Was war das eben da für ein Typ, ey? Ja, irgend so ein Öko-Fuzzi, keine Ahnung. Also, sowas hab ich auch noch nie erlebt. Hast du den sein Kennzeichen mal gesehen da, ja, am Trecker? Ja. Hashtag Öko-Kopf, was soll das? Ja, ist ja genau wie dieser Polizist, dieser Anzeigehauptmeister. Ach ja, der, ja, habe ich auch schon von gehört. Wo sollte der mal hier in Rehbach auftauchen? Gnade ihm Gott. Oh, da rennt er. Wird der Hermann sein. Wo sind die zwei denn jetzt hin? Hofreber. Eichenhof, Eichenhof, Einhof. Pesch, Rosenberg. Ja. So, ich muss aber mal weiter. Ich muss auch. Jo, ich auch. Jo. Hermann, was geht? Ah ja, Dacho. Wolltest du gucken, was für eine feine Arbeit ich mache? Hä? Sag, wolltest du mal gucken, was für eine feine Arbeit ich mache? Ja. Ja. Gefällt mir. Das ist schön. Wundervoll. Polizei auf dem TU wird gerade ein Anhänger entwendet. Okay, was ist denn da los? Ich muss mal zum Kalle rüber. Ich muss mal meinen Traktor abholen gehen. Mach das. Bis später. Jo, bis später, genau.
Ja. Fritz? Jo. Bist du schon wieder weg? Ja, ich bin an unserem Hof, an unserem zweiten. Ah, okay. Und? Alles in Ordnung da? Ja, ich wollte nur mal was gucken. Ja, perfekt. Was denn? Na, hier haben sich ein paar Sachen verirrt gehabt, aber die wurden schon weggeholt. Ach so, die von Kalle, die Sache, ne? Ja, genau. Ja. Ah, hier ist noch ein Gewicht, na, das muss noch weg. Ah, das mache ich mal eben. Ja. Hast du den Traktor da unten stehen, ne? Ja, da steht einer. Ich hatte den Fan jetzt letztens einfach nur auf den Hof da abgestellt. Alles gut. Wie gesagt, ich kümmere mich mal eben darum, ne? Es könnte hier oben bezüglich Pflanzenschutz sehr eng werden. Kann sein, dass ich schon mal tanken muss, ne? Beim ja, Landtanne. Dann ist es so. Nur, dass du dich nicht wunderst. Ach, ich wundere mich über nix. Ja, Rechnung geht dir so oder so ein Hermann. Ja, eben. Wir müssen nur darauf achten, was der Landhandel uns in Rechnung stellt. Ja. Aber siehst ja dann. Ja, sag mir einfach, wie viel du gekauft hast, dann rechne ich das durch. Ja. Ich werde gleich komplett voll machen. Ja, alles gut. Ich weiß nur nicht, wie viel da reingeht. Ja. So, ich melde mich gleich wieder, ich bin mal beim Händler. Gut, alles klar. Ja, fahren wir die. Ich glaube, max zwei Bahnen sind das noch. Behaupte ich jetzt mal. Vielleicht habe ich Glück, muss gar nicht mehr tanken gehen. Ja, könnte hinhauen. So eine Bahn noch mal ein kleines bisschen unten noch mal fahren. Oder ist das noch eine komplette Bahn? Ne, knapp. Teils. Wow. Sonst kann ich schon gut Auto fahren. So. Haben wir die eine kleine Stück hier unten noch und dann sind wir fertig. Einklappen. Erledigt.
So, sind wir jetzt wieder zurück am Hof. 277 Liter sind noch drin. Stefan! Jo. Ich hab mal gerade beim Händler, ne? Ja. Also der Johann ist ein bisschen bedrückt. Ja. Weil der Kalle ja verkauft hat. Ja. Und der weiß jetzt natürlich nicht, wie seine Zukunft ist. Ja. Da habe ich ihm ein Angebot gemacht. Ja. Und das Problem ist, jetzt ist der Hermann da mit eingestiegen. Wie eingestiegen? Ja, der sagt so, ja, vergiss das Lohnunternehmen, du kommst zu mir. Nee. Hab ich auch gesagt. Die sind schon genug. Nix da. Die brauchen fähige Leute, hat er gesagt. Da habe ich gesagt, ja, ich auch. Neben mir muss noch ein zweiter im Lohnunternehmen sein, der fähig ist. Wow. Was denn? Neben mir muss noch ein zweiter, der fähig ist. Ja, was ist denn jetzt? Diese Aussage schon wieder. Was hast du denn? Ach komm, vergiss es. Na, das war doch nur ein Scherz, Mann. Du bist aber auch sofort so ange... 277 Liter waren in der Spritze jetzt noch drin. 277? Ja. Alles klar. Soll ich die Rechnung eben schreiben, oder? Ja, mach das. So, dann fahren wir mal eben den LKW tanken. Fritz? Ja? Falls du zum Hof kommst, ich fahr mal den LKW eben tanken. Alles klar. Soll ich dann die Reifen wieder umbauen? Schon längst passiert. Ah, hast du schon. Alles klar. Ja. Ich hoffe, du bist nicht mehr zu sehr angefressen. Warum? Ja, wegen meinem Spruch. Ach! Alles gut. Also hier gibt's Schlimmeres. Ich werde mir jetzt gleich in die Ohren mal schnappen. Ja, mach das mal. Den Faschen einem direkt mal holen. Ein paar Tanken und Huschen zu uns.
Ich war ganz stolz, dass ich unsere Adresse schon auswendig kann. Ist ja auch so schwer. Ja, ich weiß. So, jetzt fahren wir mal zum Händler, da holen wir mal den Johann ab und dann überreden wir den. Weil der kann zu uns. Stefan? Ja. Ich komme auch gleich zum Hof, ich mache noch kurz hier OKF. Ja. Weil der kann, der Rehbock hat 3 Leute, die brauchen nicht noch einen. Frage, wo er gerade ist. Johann! Stefan, grüß dich! Mitkommen! Mitkommen? Ja. Wo geht's denn hin? Das wirst du jetzt gleich sehen. Weil ich habe da was gehört. Was hast du denn gehört? Du bist geknickt. Er ist geknickt. Du! Boah, man muss aber gucken, wie es weitergeht, ne? Ja, deswegen fahren wir jetzt mal zum Hof. Aber du warst ja letztens nicht da, deswegen konnte ich letztens schon nicht schnappen. Ja, letztes Mal, nee, da hatte ich mal einen Tag Urlaub. Seid ihr auch gegönnt? Mhm. Sei dir auch gegönnt. Geht's dir sonst gut? Ja, sonst alles best. Das ist schön. Kann mich nicht beklagen. Hast du heute gut geschlafen? Ja, war ganz okay. Ja. Hätte ein bisschen länger sein können, aber nein. Ja, ist halt, wenn man arbeiten muss, ne? Ja, da kannst du halt nichts dran machen. Ja. Ich hätte morgen auch gerne mal länger geschlafen. Oh ja. So, jetzt haben wir mal, wie gesagt. Die Woche nichts passieren, brauchst du keine Sorge zu haben. So einer bin ich nicht. Ja, also, jeder andere hätte Angst gehabt, so mitkommen und hast es nicht gesehen, weißt du? So. Dann kommen wir mit ins Haus. Möchtest du einen Kaffee oder was anderes? Nee, alles. Nee? Warte mal. So. So. Du, Johann. Ja. Der Fritz hat mir gerade immer erzählt, du bist ja geknickt. Naja, man muss ja halt gucken, ne, wie es weitergeht, ne? Ja, pass auf. Guck mal, schau mal hier. Liegt ein Vertrag. Ja. Und ich hab hier noch ein Zimmer frei. Ich hab hier noch ein Zimmer frei. Ich brauche fähiges Personal. Was zuverlässig ist. Was seine Arbeit gut macht. Jo, das kann ich jetzt aber, Stefan, das kann ich nicht auf Knallerfall jetzt entscheiden, ne? Ja, aber wie gesagt, ist schon mal ein Angebot. Ja, ja. Aber ich muss da auf jeden Fall mal eine Nacht drüber schlafen. Stefan? Warte mal gerade. Ja. Bist du schon am Hof? Ja. Gut. Ich komme. Ja, da gibt's eigentlich nicht viel zu schlafen, weil dieses Angebot. Guck mal, was da an Gehalt steht. Ja, ist schon verlockend, ne? Weil der Fritz erzählte mir auch was von. Der Rehbachhof hat schon angefragt bei dir quasi.
Ja, gerade. Ja, haben die angefangen. Die sind aber schon zu dritt. Weißt du? Ja, ja. So, wo seid ihr? In der Küche. Hallo. Na? Ja, Johann. Endlich hast du den richtigen Weg gefunden. Ich hab ihm mal einen Vertrag hingelegt und sein Zimmer quasi schon fast gezeigt. Ja, das ist das mittlere, ne? Ja. Guck mal, bei uns kriegst du ein eigenes Zimmer, Johann. Du bist so ein fähiger Mitarbeiter. Willst du beim Rehbachhof das vierte Rad am Wagen sein? Guck mal, ein Auto fährt immer am besten, wenn es drei Räder hat. Was, wenn es drei Räder hat? Ja. Was fährst du für ein Auto? Ja, eins mit dem Dreirad. Also. Nein, aber du weißt, was ich meine, so. Guck mal. Nee. Ja, Jungs, das ist schon sehr verlockend, aber lass mich da mal eine Nacht drüber schlafen. Was können wir noch tun? Was können wir noch tun? Also, guck mal. Arbeitskleidung, nur mal so, die kriegst du von uns gestellt. Ja, Arbeitskleidung gibt's sowieso demnächst, wird es wahrscheinlich neue geben. So viel kann ich schon mal verraten. Und die kriegst du dann auch. Für dich in Zitadelle. Nein, die wird einheitlich. Ja, für dich auch, ja. Ja, ja, sicher. Wir drei. Ja. Nee, du, Zitadelle matt bist du. Nein, wir drei. Ich bin kein Hinterlader. Was ist los mit dir? Guck mal. Ja, den Spaß haben wir auch locker flockig mitgemacht. Siehst du? Ja. Ich war zwar ein bisschen sauer auf dich, aber ist okay. Ja. Und wir können hier Scherze machen ohne Ende. Solange die Arbeit gemacht ist, können wir hier Scherze machen genau. Ohne Ende. Und da ist ja schon der nächste Scherz, Johann. Er erzählt gerade was von Arbeit machen. Das ist immer so ein Witz. Komm her. Was willst du denn? Ich schüttel dich jetzt mal. Lass mich los, Mann. Also wie gesagt, wir machen hier wirklich, hier gibt's keinen Streit, nix, Nein, und der größte Witz, der hier passiert, das ist, wenn Stefan im August den Ofen aufmacht und da Holz reinlegt, damit es warm ist. Arschloch. Ist so, das muss mal gesagt sein. Außen 30 Grad, hier drinnen 35, aber alles gut. Warmes Wasser haben zum Duschen, oder? Duschen? Was ist das? Ja. Macht er einmal im Jahr. Ja. Ja. Ist Essen fertig, oder? Aber ob der Johann in Zukunft bei uns arbeiten wird, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, lasst ein Like da, schaut bei Tino Füße vorbei. Schaut nicht bei Fritz, wenn der irgendwie einen YouTube-Kanal hat oder Twitch-Kanal in Zukunft hat. Schaut da auf keinen Fall vorbei. Und, doch. Nein. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.